Jetzt rede ich schon mit Tränen. Scheiben. Da fragt man sich, wer hier eine Scheibe hat. Herzlich willkommen, Folks, zu Jack 3. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt vom letzten Part. Ich nehme nämlich gleich wieder einen Anschluss auf. Und ja, das war die erste Mission, die so in Jack 3 schon ein bisschen, ja, schwieriger war, ne? Warum ich jetzt hier im Menü bin? Zum einen, weil ich natürlich die Synchronisation meiner Stimme mit dem Video angleichen will. Und zum anderen möchte ich euch die Geheimnisse hier erstmal zeigen, bevor ich es hier wieder über 20 Part erwähne und trotzdem nicht mache. Hier haben wir sie, die Geheimnisse. Wir haben jetzt 9 Stück und wir könnten jetzt zum Beispiel... Hä? Blasterschadenaufrüstung? Was ist das denn? Ist da der Schaden größer? Das wäre ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen ist das ja interessant, weil man ja dadurch das Spiel leichter machen würde. Wusste ich auch noch nicht. Verrückter Kram. Man kann Jacks Spitzbart ändern. Großer Kopf. Naja, das kennen wir schon. Da haben wir's. Cleaver-Windeln. Oh, ey, komm, das kaufe ich jetzt einfach mal zum Spaß. Also nicht, dass ich das jetzt... Dass ich da so ein Fetti dazu habe, aber einfach mal, weil es lustig ist fürs Let's Play, ganz einfach. So. Ja, da sehen wir es auch schon. Da wird uns die Faust angezeigt. Und das ist natürlich die Faust von unserem Windeldreher-Freundchen Cleaver. Und deswegen würde ich sagen, das ist jetzt hier der eigentliche Arena-Kampf, den ich ja schon im letzten Part erwähnt hatte. Und dann doch nicht wahr, ne? Halt, Sprungechse. Heißen die so, Sprungechse? Keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt einfach so. Warum nenne ich sie Sprungechse? Weil es eine Echse ist, die springt. Cool, wa? Yippie-yay. Oder was ist das jetzt hier wieder für Mission? Keine Ahnung, ich kenne das leider nicht auswendig. Halt. Sieht nicht so aus, als ob wir hier zur Arena gehen. Oh, bitte. Ey, jetzt sag nicht, das ist... ich vermute mal, was es jetzt für eine Mission gibt. Das ist nämlich die tolle Mission da oben auf diesem Aussichtsturm. Bei der Aussichtsplattform. Da sehen wir auch schon, wer da steht. Ach nee, das ist unser... Ja, das ist die Mission mit unserem Mondmann-Freund, Kumpel, Kuttenmann-Träger. Und da gibt's jetzt... Ach nee. Ach, hier ist doch unser Cleaver-Kumpel. Müsst ihr Kinder nicht langsam ins Bett gehen? Klar, wie du meinst. Dieser Geschützturm war immer das Einzige zwischen uns und dem grausamen Kuss der Wüste. Und ich war der große Meister auf diesem Bilden. Wollt ihr meinen Rekord schlagen? Oh, keine Sorge. Im Schlagen ist Jack ganz groß. Stimmt's, Jack? Tja, hat er gerade bewiesen. Aber hier, hey, Hallöchen. Hier gibt's erstmal... Wow. Oh Mann. Ja, dann sehen wir, dass er wirklich Windeln trägt, Cleaver. Naja. Ja, das ist die Mission mit dem Geschützturm. Das war meine schlechte Erinnerung an diesen Spiel. Warum? Das werden wir gleich sehen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe ja schon bei einiges gesagt, dass es angeblich so schlimm sein soll und dann war es schnell beendet. Aber ja, da müssen wir nämlich hier diese Sachen zerstören. Was auch immer das für Teile sind. Und wir haben da unten so eine Karte, die wird, da zeigt uns das an, wo es als nächstes erscheint. Und am Anfang ist das natürlich wieder ganz einfach. Je nachdem, wie schnell ihr die Glaube auch abschießt, desto mehr Punkte gibt es. Oder genau, ja, wie genau man die trifft. Jedenfalls sollte man nicht zu lange warten, ist klar. Denn wir sehen da wieder rechts oben, da kann man halt 10 Stück daneben fliegen lassen. Aber dann ist auch dann schon beendet. Ne? Und ich glaube auch... Nee. Bin mich jetzt nicht so sicher... dass unsere Maschine überhitzen kann, aber nee, ich denke mal nicht. Aber ich werde das, denke ich mal, spätestens dann sehen, wenn es passiert. Okay, einer daneben, zwei daneben. Und es wird noch besser.
Wir müssen nämlich jetzt hier 7000 schaffen, oder wie viel? Ja, ja. Auf was konzentrieren wir gerade? Okay, 5 haben wir daneben. Kann gut sein, dass ich das hier mehrmals probieren muss, weil... Also damals als habe ich auch ein bisschen gebraucht. So. Das Gute ist, dass dieses Visier ein bisschen automatisch zielt. Ich weiß es aber nicht, ob diese blauen Teile jetzt mehr daneben zählen. Oh nein! Muss mir etwas konzentrieren. Oh, verdammt, ich ziele. Nein! Ich darf keinen mehr daneben fliegen lassen. Oder... Okay, vergesst es. Das ist schon vorbei. Mann. Das war auch wieder damals so ein Moment, wo ich das Spiel, glaube ich, auch erstmal eine Weile ausgemacht hatte. Und dennoch kann man es nicht vergleichen mit der Mission, der einen Mission in Jack 2. Die war weitaus schlimmer. Wie man unschwer im Let's Play erkennt. Okay. Was mich auffällt, bei der einen gibt es mehr Punkte wie bei der anderen, obwohl es die gleiche Farbe hat. Es kann natürlich sein, dass das daran liegt, wie genau ich in der Mitte treffe. Oder wie schnell, wie gesagt. Aber hey, jetzt läuft es schon mal ein bisschen besser, oder? Da seht ihr, das hat jetzt 46, das andere auch eben 36 oder 39. Das hat bis 29. Seltsam. Okay, noch kein daneben. Das wäre krass, wenn ich es so lassen würde. So, da kommt der nächste blaue. Und der nächste grüne. Oh, der blaue, der war jetzt aber ganz schön schnell. Und der aber auch. Warum sind die jetzt so schnell? Hallo? Ändert ihr eure, einfach eure Meinung. Jetzt rede ich schon mit Tränenscheiben. Da fragt man sich, wer hier eine Scheibe hat. Ich muss auch sagen, das Spiel erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel, aber... Warum fällt mich jetzt das wieder in dem Moment ein, wo ich hier eigentlich in einer stressigen Situation bin? Ich sollte nicht meine Gedanken an sowas verschwenden, weil ich muss mich ja ein bisschen konzentrieren. Ich meine, ich könnte noch ein Gedicht aufsagen, Prometheus oder so. Aber das wäre mal eine Herausforderung, aber gut. Oder was könnte man noch dabei machen? Vielleicht noch ein Schlückchen Kaffee trinken oder so? Ich das mal riskieren sollte. Komm schnell. Okay, ich habe die Tasse angesetzt, aber leider habe ich nur einen Tropfen reinsaugen können. Verdammt. Das ist keine gute Idee. So, aber da haben wir es auch gleich geschafft hier, würde ich mal sagen. Und wo ist der andere? Weg. Da haben wir es geschafft. Na siehst du, Cleaver. Tja, ihr Babys habt meinen Rekord geschlagen. Schön. Manchmal muss der große Boss den Platz räumen. Das Gesetz besagt, dass der beste Schütze eine Trophäe bekommt. Jetzt hast du den Kristall. Doch ich werde ihn mir schon bald zurückholen. Toll. Das hat er eh schon für die Stadt hier
besorgt und jetzt hat der uns das geschenkt. Toll. Und wir geben es denn jetzt... Ah, egal. Tja, wir Babys haben es gut gemacht, ne? Das sagt er so... mit seiner Windel an, ne? Okay, jetzt sollen wir zu Turm. Ach ne, den gibt's ja gar nicht hier. Warte mal. Hier war doch das... Genau, der Bazar. Dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist Nacht und da kauft eh keiner was. Dass man das nie vergisst. So, hier haben wir jetzt wieder ein Objekt. Da gucken wir mal, wo... Was wird da... Das sagst du so leicht, Junge. Warte mal, das muss doch hier irgendwo sein, ne? 18 Sekunden, das kann nur hier irgendwo sein. Da ist es, okay. Ja. Literweise Blut. Und da haben wir auch neue Geheimnisse. Guck mal auch hier nochmal auf der Karte. Ja, da haben wir erstmal noch 4 weitere. Ne, da haben wir ja 8 Stück insgesamt. Und wenn wir die gemacht haben, irgendwann im Laufe des Spiels, da schalten sich dann halt wieder neue kleine Herausforderungen frei. Hatten wir diesen Säbel eigentlich schon da angezeigt bekommen? Auf jeden Fall, es sieht jetzt so danach aus, dass das in Richtung Arena geht. Und jetzt wollen wir aber auch endlich mal hier ein großer Mitglied... Was? Ein großer Mitglied? Ein großer... Was rede ich hier schon wieder? Ein Mitglied der Stadt werden. Kann doch wohl nicht so schwer sein jetzt hier. Und die... Da hören wir schon, die Menge jubelt. Bevor wir überhaupt reinkommen... Tada! Hier sind wir! So beeindruckt man eine Zuschauerschaft hier, ne? Damit haben sie nicht gerechnet, dass wir einfach hier in die Lava springen, bevor überhaupt der Kampf losgeht hier. Seid gegrüßt, tapfere Kämpfer! Der Einzige, der Einzigartige, die höchste Hoheit aller Hoheiten, der fantastische, großartige... Genug, komm zur Sache. Entschuldigung, ist mit mir durchgegangen. Habe ich deine tolle Frisur erwähnt? Packer! Okay, okay, die Spiele gehen in eine neue Runde und zwar um Leben und Tod. Viel Glück, möge der tapferste Mann oder das tapferste Tier gewinnen. Okay, den Vulcan Fury erhalten. Fury, nicht Fury. Da ist er. Und, wäre auch noch schön, wenn ich wüsste. Halt, wie komme ich jetzt hier runter? Hallo. Möchte ich runter? Die Zuschauerschaft wartet schon. Und da sehen wir es. Ja, da haben wir nicht so viel Möglichkeiten mehr hier, ne? Tada. Ihr wollt was? Ihr wollt was? Ich glaube kaum. Zeigt erstmal euren Schein, wo man sieht, dass ihr hier, ne? Die Miete bezahlt habt. Auf meiner Fläche hier. Halt, warte mal. Warte mal. Das könnte hier, ne? Ins Auge gehen. Und dann wären wir blind hier, ne? Und das ist nicht toll. Wenn die Lava ins Auge kommt. Wir kennen das zwar alle, wie man hier so schwimmen kann in der Lava, aber da macht man meistens die Augen zu, ne? Das hat man schon damals als kleines Kind gelernt im Schwimmbad, dass man da wegen dem Chlor nicht so lange die Augen aufhaben soll. So, und da sind wir auch schon tot. Und das ist auch nicht sehr fair gewesen jetzt hier, weil, ne? Weißt du wieso? Aber lassen uns wir hier uns nicht. Hallo. Was soll ich denn dagegen machen, wenn die hier von in der Ferne schießen? Achso, einfach mal schnell abschießen. Ja gut, das kann man auch. Oh. Auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut, euch zu sehen. Und wir sehen uns nie wieder. Tschüss.
Ups, da ist es mit mir durchgegangen hier. Hör auf zu schießen, Junge. Später bekommen wir mal noch eine interessante Fähigkeit, die wir uns auf jeden Fall zunutze machen werden. Dann machen wir das Ganze einfach mal so. Tada! Oh, wen haben wir denn hier? Sieg? Jack? Dexter? Sieg! Ihr seht ja noch jämmerlicher aus als sonst. Was machst du denn hier? Meine Technik verfeinern. Bringen wir es zu Ende. Wow, vergiss es, Sieg. Ich kämpfe doch nicht gegen dich. Dann tötet er uns beide. Das Gesetz der Arena. Sorry, ist nicht persönlich. Blasphemie! Ihr müsst gegeneinander kämpfen. Oder ihr werdet noch schlimmere Qualen erleiden. Das hier werde ich noch bereuen. Ergreift sie! Ihr wagt es, die Ehre der Arena zu besudeln? Sieg, Haven City hat deinen Verstand vergiftet. Und du, Neuling, du verdienst keine Gnade. Ich sollte euch beide der Wüste opfern. Dennoch, Sieg, für die Jahre als unser Spion in Haven City bekommst du die Chance, deine Ehre wiederherzustellen. Aber nur dieses eine Mal. Spion? Sei still, ich erklär's später. Nicht weit von hier ist ein Nest von Metallfüßern. Sie greifen ständig unsere Artefakttransporte an. Ich möchte, dass ihr in dieses Nest fahrt und alle Kreaturen erledigt, die ihr dort findet. Also viel Glück. Aber Glück allein reicht nicht. Okay. Na, jetzt kann das Spiel losgehen, denn Sieg, unser alter Kumpelfreund, ist wieder da. Und wir haben es erfahren, er hat wahrscheinlich hier, ne, in Haven City ein bisschen rumspioniert. Naja, das hat er öfters ja mal gemacht, auch bei Crew. Also, Sieg ist wirklich ein cooler Typ in Jack. Sozusagen unser Ersatzvater. Kann man das so nennen? Kann man ihn so nennen? Ja, denke ich doch einfach mal. War auch nicht ganz leicht, seinen Respekt zu verdienen. Und im zweiten Teil... Ach, ich sage hier lieber nichts dazu. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der den zweiten Teil noch überhaupt nicht kennt. Beziehungsweise mein Let's Play nicht kennt. Naja. Wenn ihr Lust habt, das euch anzuschauen, verlinke ich euch einfach mal. Also, nicht euch, also mein Let's Play. Schaut einfach in die Beschreibung mal an. So wie ihr es gelernt habt bei anderen YouTubern. So. Oh Mann. Jetzt bloß nicht übermütig werden. Gleich verlierst du alle Zuschauer wieder. Ja, welches Fahrzeug nehmen wir? Hier, das doch, oder? Hallo, ich will das jetzt hier fahren. Sieg, unser Kumpel ist da, dann nehmen wir das hier. Okay, dann nehmen wir halt den hier. Ah, stimmt. Ach so. Okay, Sieg, das war jetzt nicht so gemeint, also, ne? Dein Fahrzeug, was du hier ausgesucht hast, ist natürlich auch cool. Hier, guck. Hallo? Er hält sich schon fest. Achso, ich soll schon fahren. Ach, ich dachte, das wäre... Oh Mann, ich dachte, das wäre automatisch. Wisst ihr, weil es gibt ja noch eine Mission, da wird dann Dexter steuern. Yeah, Mann! Jetzt geht's los hier mit unserem Sieg-Kumpel. Ah, stimmt, das Fahrzeug war auch cool, weil das ein bisschen automatisch zielt. Ich fühle mich gleich doppelt, dreifach so stark mit unserem Sieg im Gepäck. Ja, jetzt kannst du dich festhalten, Sieg. Denn ich fahre jetzt hier. Ich meine, Sieg-Kumpel. Was wollte ich sagen? Ja, fette Sache und so hier mit Sieg. Und da fahren wir erstmal hier so schön um diesen Felsbrocken herum. Ja, wird's gleich ekelhaft hier, ne?
Aber ich würde einfach mal sagen, Freunde, ja, es wird jetzt ziemlich interessant, denn da ist ein schönes Nest. Wow, ich habe einfach den Moment abgepasst. Für den nächsten Part. Das ist Sig seine Antwort. Haha, fress das. Aber wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Jo, zum Mondschein. Ich kann mir mal einen Mondschein begegnen, Ashley, weißt du?